Danke vielmals, dass ihr heute alle hier seid. Unser Projekt heisst The Life of Ethan Drake. Wer mit, also Mascha, Raphael und ich, Davide, haben an diesem Projekt mitgemacht. Wie sind wir auf den Namen gekommen? Es gibt ein Spiel, ein ähnliches Spiel, wo jemand Ethan heisst und Drake ist, wo nachher spontan neu sind. Darum haben wir unser Spiel The Life of Ethan Drake genannt. Zu den technischen Aspekten wird euch Raphael mehr sagen. Also das Spiel ist programmiert mit C++ und die grösste Herausforderung war, dass man da so wie die verschiedenen Szenarien hineingibt. Ich wollte nicht, dass man die Szenarien muss einzeln einprogrammieren muss, weil dann muss man immer wieder kopieren und alles einfügen und dann umändern. Darum habe ich mir gedacht, dass man es könnte als Textdokument haben, wo man dann speziell formatieren und das tut man dann als Eingabe brauchen. Und so haben wir ungefähr so 30 verschiedene Testfälle mit je etwa 2-3 Sätzen Text und dann auch eine Frage dazu. Und am Schluss von unserer Vorstellung könnt ihr dann auch noch eine Runde spielen. Zuerst haben wir so ein Programm machen, das ein Simulator ist mit Angst und so. Und wo man so wie ein bisschen reingeht in die Person. Aber dann haben wir gemerkt, dass es einfach, also dann haben wir aufgegeben. Und eben das Spiel ist dann gekommen und dort hat es auch so, also, so wie psychische Grenzen, weil das Oberthema war halt Grenzen. Und ja. Also dann würden wir euch jetzt noch eine Runde spielen. Wir tun einfach ab und zu jemanden aus dem Publikum fragen, was er antworten will. Genau, wir tun jetzt noch eine Live-Demo zeigen. Du kommst von der Arbeit nach Hause und möchtest mit deiner Familie einen Ausflug machen. Möchtest du zu Hause bleiben? Ja, oder nein? Kann ich sagen? Ja. Ja, okay. Du bleibst zu Hause und machst deiner Familie etwas zu essen. Möchtest du Fleisch machen? Sonst hat es nur noch Spaghetti. Du brätst dein Fleisch auf einem Gasherd und Leon spielt mit einem Feuerzeug in gefährlicher Nähe. Willst du ihn vom Herd wegreißen? Also wir brauchen schon eine eindeutige Meinung, ja oder nein? Okay, gut. Wenn ihr einem Schicksal überlassen wollt. Du bringst Leon näher, dass es gefährlich ist, neben Gas mit Feuer zu spielen. Du brätst weiter dein Fleisch und deine Familie findet es köstlich. Willst du dieses Spiel deinen Freunden weiterempfehlen? Ja. 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 Leon geht mit vollem Bauch ins Bett. Leider stirbt er einige Tage später an Salmonellen. Wusstest du schon, dass die Entwickler dieses Spiels erst 14 Jahre alt sind? Also zu diesen Fragen muss ich noch etwas sagen. Da dieses System von diesem Programm, es ist noch etwas so in der Beta-Phase und deswegen kann man nur Fragen einfügen. Das heißt, wenn ich eine Aussage habe ohne Frage, dann muss ich noch so wie eine Fake-Frage einfügen, wo Ja und Nein dasselbe bedeutet, weil ich sonst dann noch eine neue Story dazu schreiben müsste. Wir tun noch 30 Sekunden. Also du und deine Familie sind an der Beerdigung von Leon. Deine Frau weint ihre Seele aus dem Leib. Willst du zu ihr hingehen und sie umarmen und trösten? Nein, 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 nein. Okay, jetzt ist perfekt. Angeekelt schaust du ihr ins Gesicht. Rotz läuft aus ihrer Nase. Sie sieht deinen Blick und schreit, du Dreckskerl, kannst du nicht mal eine Träne für deinen eigenen Sohn verschwenden? Dein Stolz ist dir also wichtiger als wir? Schön, schäm dich. Ich werde nicht länger ein Teil deiner Familie sein. Und deine Tochter auch nicht. Und nun verpiss dich von seinem Grab. Er hat einen besseren Tod verdient als das, was du hier veranstaltest. Schlägst du mir ins Gesicht? Okay, also mach es.
Das wäre es so gewesen. Du kannst sagen,